Klavierunterricht via Internet kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man im Internet Klavier spielen sieht und hört. Aber wie lerne ich via Internet Klavier spielen? Ja, also, das gibt es ja auch bis jetzt noch nicht, soweit ich das gesehen habe. Und ich bin auf die Idee gekommen, sowas eventuell einfach mal zu machen, weil ich einfach... Meine Freundin spielt Klavier und also ich selber spiele kein Klavier, aber meine Freundin spielt Klavier und sie hat mir schon immer erzählt, dass sie wieder Klavierunterricht nehmen möchte. Und dann bin ich irgendwann mal zu Hause, habe ich einfach mal losgegoogelt, wollte für sie einen Klavierlehrer suchen und dann direkt bei Google auf der ersten Seite die ersten drei Treffer oben, die ja bekanntlich Werbung sind, da stand dann überall Klavierunterricht online. Für mich wäre das cool, habe ich gedacht, alles klar, angeklickt und habe halt festgestellt, das ist aber nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das ist eher sowas wie Fernkurse, wo man Noten hin und her geschickt bekommt und Audiofiles vielleicht zugeschickt bekommt und nachher wieder einschicken muss und so weiter. Solche Sachen gibt es eventuell. Aber was ich mir gedacht habe, wäre, dass man eine Webcam und Headset oder Mikrofon hat und dass Schüler und Lehrer gar nicht mehr in einem Raum sitzen müssen, sondern dass sie örtlich voneinander getrennt, zeitlich flexibel, am besten auch noch einfach spontan Unterricht abhalten können. Genau, das ist so die Idee gewesen. Beim Klavier ist es wahrscheinlich das Komplizierteste für die Technik. Eventuell ist es bei einer Gitarre besser oder bei Sprachunterricht oder wenn ich einen Kochkurs machen will oder so. Also das lässt sich unter Umständen noch skalieren. Ich bin jetzt nur bei, habe jetzt das Klavier in meinem, habe das immer mit dem Klavier durchgerechnet oder durchgespielt, weil es halt einfach von Haus aus mir nahe lag. So. Habe ich das richtig verstanden? Sie spielen als Schüler Klavier, der Lehrer guckt über die Webcam und ein Mikrofon, guckt zu und hört zu und sagt Ihnen, ja, der sagt Ihnen was, war zu schnell oder zu langsam oder die falsche Taste getroffen. Ich weiß nicht, was ein Klavierlehrer so im Unterricht mit seinen Schülern bespricht, aber da genau das Gleiche sollte er dann auch, sollte dann auch möglich sein über Internetverbindung, genau. Also Sie sagen, der Klavierlehrer muss nicht neben einem sitzen, der kann auf die Distanz sehen und hören und mich auch auf die Distanz korrigieren. Ja, also ich denke halt, es ist eine Ergänzung zu einem normalen Klavierunterricht. Ich denke, dieser klassische Klavierunterricht, wie gesagt, das ist in dem Bereich, so wie ich das recherchiert habe, alles noch sehr klassisch. Also der größte Teil findet tatsächlich statt mit einem Klavierlehrer, der entweder ins Haus kommt oder zu den ich besuche. Was also auch immer, wenn man jetzt in einer großen Stadt wohnt, kann man nochmal das Doppelte an Zeit dazu rechnen, um hinzufahren und wieder zurückzufahren und so. Also es ist nicht was für jeden, sage ich jetzt mal, aber eventuell für jemanden, der zum Beispiel ab und zu mal eine Stunde haben möchte oder wieder neu einsteigen möchte oder mal Jazz machen möchte, anstatt immer Klassik, der kann das eventuell so nebenher machen oder so. So habe ich mir das gedacht. Ich kann jetzt meine 7-jährigen Töchter oder so nicht, denen ich Klavierunterricht anheim fallen lassen möchte, denen kann ich wahrscheinlich nicht so einen Klavierunterricht übers Internet anbieten, aber so für Erwachsene vielleicht. Ja. Was ist die Innovation? Die Innovation ist, dass Sie sagen, ich spare Verkehrswege und Zeit. Genau, und Zeit vor allen Dingen. Dann, dass ich das Ganze, also so wie ich mir das vorstelle, würde ich dann natürlich auch noch... also auch eventuell neue Unterrichtskonzepte kann man da einbauen. Also sowas wie dass man noch ein Portal hat, wo man zum Beispiel die Stunden abspeichern kann oder bestimmte Stücke abspeichern kann, wo man Noten abrufen kann. Ich stelle mir das ja auch so vor, dass ich zum Beispiel zu Hause sitze am Klavier und ich komme da gerade irgendwo nicht weiter mit meinem Stück und brauche jetzt unbedingt gerade akut 5 Minuten meine Hilfe, jemand, der mir sagt, wo ich da jetzt einfach weiterkomme. Und dafür würde ich mich dann da einloggen und da wäre dann hoffentlich auch ein Klavierlehrer. Und der könnte dann dieses Portal wiederum nutzen, um irgendwie zu wissen, wo ich gerade stehe, welche Stücke ich spiele, was ich kann, was ich nicht kann. Und naja, und dann könnte man das Problem eventuell innerhalb von kürzester Zeit lösen. Das wäre so die Idee. Ja. Haben Sie sich mal mit beschäftigt, welche Konzepte es für Musikunterricht gibt oder für Klavierunterricht? Also ich bin ja eigentlich darauf gestoßen, weil ich mich gewundert habe, ich habe mich einfach wirklich gewundert, dass es das noch nicht gibt. Es mir aber im Internet erstmal suggeriert wurde, es würde es geben. Und ich eigentlich, als ich es gesehen habe, oh, das gibt's schon, finde ich ja toll. Das kann ich ja mal der Gabi vorschlagen, dass sie das doch auch so machen könnte.
Und dann habe ich aber halt, bin diesem Links gefolgt und habe festgestellt, das ist gar nicht das, was sie eigentlich bewerben. Und dann habe ich halt natürlich auch gedacht, dass es ein tolles Suchwort ist, weil genauso wie ich angefangen habe, wenn ich Klavierunterricht haben möchte, fange ich an, das zu googeln. Und dann wäre es toll, wenn das dann tatsächlich da oben genau dieses Angebot direkt stehen würde. Ja. Also Sie sind durch einen Zufall oder durch eine Internetrecherche, was ja kein großer Aufwand ist, auf diese Idee gestoßen, ich kann Verkehrswege sparen und Zeit sparen. Das können wir sagen, gut, das ist so eine Anfangsidee. Ich kann ja versuchen, mehr rauszuholen. Wird ja in Japan genauso auf die gleiche Art Klavier gelernt wie in Deutschland? Oder woran liegt das, dass die Kinder von Zigeunern, heißt es immer, irgendwie auch ohne Unterricht ganz gut Geige spielen können und unser einer wie ich nach 5 Jahren